Kaninchen aus dem eigenen Stall, Gemüse aus dem eigenen Garten. So gut es geht, versucht Familie Puchner aus der Nähe von Chemnitz über die Runden zu kommen. Die Mutter ist mit der Jüngsten in Erziehungszeit, der Vater verdient als Metallfacharbeiter wenig. Für solche Geringverdiener soll der sogenannte Kinderzuschlag helfen. Er wird zusätzlich zum Kindergeld gezahlt. Doch die Puchners scheitern regelmäßig am komplizierten Gesetz. Es macht mich wütend. Es wird nach außen hin so getan, als würde unsere Politik dafür was tun. Aber die Realität sieht anders aus. Der Kinderzuschlag, ein Lieblingsprojekt der Ex-Familienministerin Manuela Schwesig. Erst im letzten Jahr setzte sie eine Erhöhung durch von 140 auf 170 Euro pro Kind. Ihr Versprechen damals? Damit Eltern, die jeden Tag fleißig arbeiten, eben nicht in Hartz IV rutschen, weil sie Kinder haben. Schön wäre es. Zweimal schon haben die Puchners den Antrag gestellt, um die 340 Euro für die zwei Kinder zu bekommen. 8 Seiten und diverse Zusatzformulare zu Versicherungen, Miete, Unterhalt und vieles mehr. Ein Bürokratiemonster, komplizierter als eine Steuererklärung. Doch jedes Mal kam eine Ablehnung. Ihr Gesamtbedarf sei gedeckt. Die Eltern verstehen das nicht. Eigentlich müssten sie das Geld bekommen. Dass dieser Kindergeldzuschlag so undurchschaubar gestaltet ist und gerade wenn vielleicht, jetzt wir haben 2 Kinder, es gibt Familien mit mehreren Kindern, dass das so undurchsichtig ist, das macht einen einfach nur wahnsinnig wütend. Dieses Merkblatt soll es Eltern eigentlich erklären. 26 Seiten voller komplizierter Berechnungen, Erläuterungen und Fachbegriffe. Sie werfen mehr Fragen auf, als Antworten gegeben werden. Ein Beispiel: Die Bemessungsgrenze ist die Summe der pauschalierten Bedarfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Was das bedeutet und wie es sich konkret berechnet, bleibt wohl für die meisten Eltern undurchschaubar. Selbst Professor Holger Bonin, der sich seit Jahren intensiv mit dem Kinderzuschlag beschäftigt hat, kann nicht einfach erklären, wann Familien den Kinderzuschlag nun bekommen und wann nicht. Ist verdammt kompliziert. Für die Betroffenen ist das natürlich etwas, was zu großer Frustration führt, was auch zu dem Eindruck führt, dass der Sozialstaat sie im Stich lässt, dass man sie möglicherweise übers Ohr hauen möchte. Die Folge? 70% der Eltern, die rechnerisch einen Anspruch hätten, erhalten den Zuschlag überhaupt nicht. Das Problem, um den Kinderzuschlag zu bekommen, muss das Familieneinkommen innerhalb eines Korridors liegen. Es muss eine Mindestgrenze über und eine Höchstgrenze unterschritten werden. Nur, wo diese Grenze liegt, muss für jede Familie neu errechnet werden und ist von vielen Variablen abhängig. Dass dieses Verfahren einem Glücksspiel gleicht, erlebt Familie Gollner aus Mülsen in Sachsen seit Jahren. Sie haben 6 Kinder. Die Mutter ist zu Hause, der Vater verdient als gelernter Schlosser wenig. Alle 6, oft sogar alle 3 Monate, müssen sie den bürokratischen Aufwand auf sich nehmen und einen neuen Antrag stellen. Mal bekommen sie den Zuschlag für die 6 Kinder, dann mal wieder nicht. So wurde der Kinderzuschlag schon gestrichen, weil der Vater zum Beispiel eine Prämie bekam und somit ein paar Euro zu viel verdiente. In solchen Fällen bekommt die Familie dann eine Rückzahlungsaufforderung vom Amt. Und dann ein Zahlungsziel von 8 Tagen hatten, dann muss die volle Summe in voller Höhe eben zurückgezahlt sein. Es ist ja nicht so, dass man das für irgendwelchen Luxus ausgibt. Es ist einfach nur für den alltäglichen, fürs alltägliche Leben. Und von daher hat man das nicht beiseite gelegt, um es eventuell zurückzahlen zu können. Solche Rückzahlungsaufforderungen sind für die Familie leider keine Seltenheit. In den vergangenen Jahren bekamen sie insgesamt 7 davon. Das bizarrste Erlebnis hatten die Gollners allerdings, als ihr Jüngster geboren wurde. Der Vater nahm 2 Monate Erziehungszeit. Das Geld wurde auf einen Schlag ausgezahlt. Die Folge? Im ersten Monat war ihr Anspruch auf Kinderzuschlag ausgeschlossen, weil sie zu viel Einkommen hatten. Im zweiten Monat bekamen sie den Zuschlag nicht, weil sie die Mindesteinkommensgrenze nicht erreicht hatten. Das ist bitter und man empfindet es als ungerecht, aber man kann sich dem halt nicht widersetzen, man hat keine Handhabe, man kann nichts dagegen tun. Wegen dieser Ungerechtigkeiten kämpft die grüne Bundestagsabgeordnete Franziska Brandner um eine Vereinfachung des Kinderzuschlages und fordert unter anderem, dass man mit diesem absurden System, wo 1 Euro mehr schon dazu führt, dass man wieder alles verliert, endlich aufhören, dass man dann einen sanften Übergang bekommt und von dieser Abbruchkante wegkommt. Das wäre auch dringend nötig, weil dann haben auch nicht so viele Eltern Angst, dass sie es wieder verlieren und rückzahlen müssen, wenn sie nur ein bisschen über der Einkommensgrenze liegen.
Mittlerweile hält selbst das zuständige Familienministerium die eigene Ausgestaltung des Gesetzes für verfehlt. Das ganze System ist im Moment völlig absurd. Wir müssen dringend Kindergeld und Kinderzuschlag zusammenlegen zu einer Leistung. Nur eine Stelle, bei der beantragt werden muss, nur ein Formular. Und dann muss man eben diese Leistung, wenn Berufstätigkeit vorliegt, wenn Geld verdient wird, langsam abbauen, langsam abschmelzen lassen und nicht mit einem Schlag an einer Abbruchkante, ganz oder gar nicht. Klingt so, als könnte es für Familien wie die Gollners endlich einfacher und gerechter werden. Nur die Familienministerin ist demnächst ihren Job los. Ihre Partei geht wohl in die Opposition. Und die CDU will lieber das Kindergeld für alle erhöhen, statt den Kinderzuschlag zu verändern. Schlechte Aussichten also für Familien mit geringem Einkommen. Hallo.